Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 10. Januar. Das ist die erste Dekade in diesem neuen Jahr 2023 und die zweite Dekade im Sternzeichen Steinbock. Wir befinden uns also mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks und das wirkt sich auf uns alle unterschiedlich aus. So möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien auf dich einwirken, lieber Widder. Also eine Karte für dich. Ach ja, zu der aktuellen Dekade. Wir haben am 7. Januar haben wir einen Vollmond. Bis dahin verdichten sich die Energien und danach wird es wieder entspannter. Ja, mal schauen, wie diese Dekade bei dir ankommt. Eine Karte für dich, lieber wieder. Das Rad des Schicksals. Ja. Es könnte sich alles noch mal ganz anders entwickeln, als du es gerechnet, wie du das erwartet hast. Etwas fängt an, sich auszuwirken. Es gibt hier überraschende Kehrtwenden, die dich aber auf den richtigen Weg leiten wollen, die dich auf dein Schicksal bringen wollen. Und ja, also diese Kehrtwenden sind Ereignisse von außen, wirken im Hintergrund, basieren aber auf Entscheidungen, die du in den letzten Monaten oder im letzten Jahr getroffen hast. Und hier können sich überraschende Ereignisse einstellen. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, dir ist im Moment deine Familie und dein engster Freundeskreis besonders wichtig. Dir ist es wichtig, dich als verbindlicher Freund würdig zu erweisen oder Freundin. Und du möchtest Verbindlichkeit zeigen, du möchtest für deine Liebsten stark sein, für die eintreten, dich für diese Person stark machen und dich als loyal erweisen. Die Verbindung zu deinen Mitmenschen ist dir gerade sehr, sehr wichtig. Und du solltest hier ganz optimistisch sein und auf positive Gedanken achten, zuversichtlich in die Zukunft blicken und diesen optimistischen Gedanken in dir freien Lauf lassen, den nachgehen und dich ganz darauf einlassen. Zum Ende der Dekade ergeben sich auch Änderungen. Ich habe ja hier gesagt, es gibt Ereignisse, die nochmal die Situation für dich verändern können. Und da wird es dann notwendig sein, wenn diese Ereignisse eingetreten sind, dass du hier taktisch vorgehst, dir einen Plan machst für die nächste Zukunft und auch klug und weise vorgehst, bedacht und nachdenklich mit einer gewissen Vorsicht oder Besonnenheit, sagen wir mal. Ja, schauen wir mal, wir können ja gleich mal schauen, auf was sich das beziehen könnte. Aber irgendwas verändert sich hier. Ich kann aber noch nicht genau sagen, was das sein könnte. Ja, aber die Energien, die drehen sich halt, ne? Innerhalb dieser ersten Woche wahrscheinlich. Ja, eben hat das sicherlich auch mit dieser Vollmondenergie am 7. Januar zu tun, dass da so der Zeitpunkt ist, wo sich das so ein bisschen umdreht, die Energie. Ja, wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun haben wirst. Okay, hier zeigt sich eine Person. Diese Karte kann auf dich bezogen sein oder eine Person in deiner Umgebung, eine Prinzessin der Scheiben, eine erdverbundene Energie. Deswegen diese Karte verweist jetzt nicht so direkt auf dich. Dennoch könntest du mit dieser Karte gemeint sein, ne? Manchmal ist es ja auch notwendig, dass wir mal andere Temperamente zeigen und uns anderes geben und verhalten, als wir es so von unserem Wesen her gewohnt sind. Und wir haben ja auch in unserem astrologischen Chart auch noch weitere Sternzeichen, weitere Energien. Wenn das eine externe Person ist, könnte es sich hier, könnte, ne, um ein Erdzeichen handeln. Steinbock, Jungfrau, Stier. Die Prinzessin der Scheiben ist eine eher unreife Energie, eine recht unerfahrene Person. Eine Person,
die mit sehr viel Aufmerksamkeit, Geduld und Zuwendung sich einer Sache widmen kann. Eine Person, die auch pragmatisch denkt und Ordnung schafft, sehr realistische Einschätzungen hat, eine sehr starke Verbindung zur Natur und zu dem Moment hat und einen besonderen Umgang mit ihren Mitmenschen pflegt. Ja, wir schauen uns die Karte gleich noch genauer an, aber wir schauen mal. Oh, okay, hier zeigt sich eine weitere andere Person. Eine Königin der Kelche. Hier gilt das Gleiche wie bei der Prinzessin der Scheiben, ne? Eine externe Person oder diese Karte ist auf dich, verweist auf dich. Auch wenn du selber auch nicht in dieser Karte repräsentiert bist. Denn hier handelt es sich um eine Wasserperson. Fische, Krebs oder Skorpion. In der Kombination hier könnte es Krebs sein oder Steinbock im Besonderen. Aber wir haben hier ein Reifegefälle, ne? Die Königin der Kelche ist auf jeden Fall die reifere Person von euch beiden. Oder vielleicht sind es auch zwei externe von den beiden, ne? Eine Person, die sehr viel Fürsorge zeigt, sehr empathisch ist, sehr emotional, einen besonderen Zugang zur Welt der Träume hat, zur Fantasie, eine sehr musische Person, kreativ veranlagt und sanftmütig. Die Königin der Kirche ist eine gereifte Persönlichkeit, die bereits viel Erfahrung besitzt und auch aufgrund ihrer Erfahrung, auch Verantwortung für die eigene Gefühlswelt, aber auch für die Gefühle anderer übernehmen kann. Jetzt bin ich ja schon mal ein bisschen neugierig, wer diese Personen sind. Was denkt die Prinzessin der Scheiben? Ja, die Prinzessin der Scheiben hat hier sehr realistische Einschätzungen. Macht sich auch frei von eventuellen Illusionen, von alten Glaubensüberzeugungen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Diese Person blickt der Wahrheit ins Gesicht aktuell. Was denkt die Königin der Kelche? Das Rad des Schicksals. Das ist die gleiche Karte, ne? Diese Person hat einen sehr intuitiven Zugang aktuell zu der Zukunft und erkennt irgendwie ganz klar ihren Weg, hat hier eine starke Kommunikation zur eigenen Intuition und empfindet das, was gerade passiert, als ein großes Glück, als ihre wahre Bestimmung. Was bedeutet die Prinzessin der Scheiben, die Verbindung zu dieser Person? Die Prinzessin der Scheiben, die Verbindung zu dieser Person würde bedeuten, also würde sich in dieser Zeit intensivieren. In manchen Fällen kann hier auch eine familiäre Situation gemeint sein, ne? Vater, Mutter als Königin der Kelche und ein Sohn oder eine Tochter als Prinzessin der Scheiben. Aber es kann natürlich auch jede andere Form von Beziehung sein. Eine gute Freundschaft oder auch eine Liebesverbindung ist auch möglich, auch wenn ich das jetzt hier nicht ganz klar erkennen kann. Auf jeden Fall, diese Verbindung entfaltet sich, wird tiefer, nimmt mehr Raum ein. Und es können sich mit dieser Person oder du als diese Person auch wirklich neue Facetten ergeben. Was bedeutet die Königin der Kelche? Ach, diese Person, das ist so krass, das sind beides so Schicksalskarten. Diese Person empfindet das, was passiert, wirklich als sehr, sehr großes Glück. Als ein Wink des Schicksals, als etwas, ja, als ein
Hier ist auch ein zufälliges Ereignis gemeint, wodurch diese Verbindung intensiviert wird. Interessant. Also es könnte sein, dass du eine dieser beiden Personen oder sogar beide Personen erst noch in dieser Dekade kennenlernen wirst. Und diese Personen wirklich sehr wichtig für dich werden können. Vielleicht beginnst du einen neuen Job oder irgendeine neue Situation ergibt sich auf der Arbeit oder in der Familie oder eben im Freundeskreis, aber irgendwie. Und ich habe irgendwie den Eindruck eher, dass du diese Königin der Kelche bist und das für dich ein großes Glück ist, eben dich mehr mit dieser Prinzessin der Scheiben auseinanderzusetzen. Interessant, wir schauen mal weiter. Beide Karten, ne? Sowohl die Königin als auch die Prinzessin, können sich auch auf männliche Personen beziehen. In der Vergangenheit. In der Vergangenheit konntest du eine Situation, ein Projekt, ein Vorhaben oder einen Lebensabschnitt erfolgreich abschließen. Und hast hier Erfüllung gefunden. Eine Versöhnung war vielleicht, ist hier damit vielleicht auch gemeint. Vielleicht konntest du auch einen Streit beilegen und hier wirklich in die Vergebung, in die Versöhnung gehen mit dieser Person. Irgendwie konntest du einen Abschnitt halt erfolgreich abschließen und hattest dann ein vollständigeres Bild über diese vergangene Phase, hast hier vielleicht auch neue Einsichten darüber bekommen. Ja, und jetzt beginnt hier schon irgendwie etwas Neues, ne? Was aber auch hier damit in Zusammenhang steht. Aber dieser Zustand hält auch noch ein wenig nach. In den 10 Kelchen. Hier sehe ich schon, dass du im Privatleben, im Bereich der Emotionen, eine sehr stabile Ausgangslage hast und dich sehr wohl fühlst mit den Menschen in deiner näheren Umgebung, dass du hier auf tiefe Verbindungen, dass du hier tiefe Verbindungen erlebst aktuell. Ein stabiles soziales Netz und auch dafür sehr, sehr dankbar bist und dem sehr viel Wertschätzung entgegenbringst. Es ist halt die 10. Karte. Mehr als 10 geht nicht, ne? Es ist halt doch, es kann halt sich auch ein bisschen schwer anfühlen und es könnte auch sein, dass du das Bedürfnis hast, irgendwie auch da etwas Neues hineinzubringen, dass du dich im Moment nach Abwechslung sehnst. In dein Unterbewusstsein die Königin der Schwerter. Ja, die Karte kann auf dich verweisen oder eine Person in dein Umfeld. Hier haben wir wieder eine Person, eine andere Person, aber wieder eine Königin. In der Kombination haben wir es hier mit Waage oder Fische im Besonderen zu tun. Dann wären das hier die gleichen Personen. Und dann wäre es so, dass du tief mit dieser Person verbunden bist. Aber es könnte sich hier natürlich um eine dritte Person handeln. Die Königin der Schwerter ist ein Luftzeichen. Wassermann, Waage oder Zwilling. Eine Person, die nach Unabhängigkeit strebt, die sehr rational ist, sehr rationale Entscheidungen trifft, ein gutes Urteilsvermögen hat und Fairness, Gerechtigkeit walten lässt, faire Absprachen umsetzen möchte. Wenn das eine externe Person ist, dann bist du wirklich auch sehr verbunden mit dieser Person. Wenn diese Karte auf dich verweist, wirst du vielleicht das Bedürfnis haben, in dieser Dekade mehr nach Unabhängigkeit und Freiheit zu streben.
Vielleicht auch in beruflicher Hinsicht. Was denkt die Königin der Schwerter? So viele Personenkarten ist auch immer ein Hinweis darauf, dass man einfach sehr viel mit Menschen zu tun hat, ne? Dass Menschen Menschen einfach eine wichtige Rolle in dieser Dekade für dich spielen und dass du sehr präsent sein wirst. Mit dieser Person oder als diese Person kannst du viele deiner Ideen und Vorstellungen umsetzen und viele Aktivitäten mit dieser Person erleben. Hier kommt auch das Ass der Kelche rein, wonach du dich hier sehnst, ne? Was ich hier gemeint habe, die Abwechslung kommt durch diese Person oder als diese Person hier rein und du wirst hier auch in der Liebe einen Neuanfang empfinden, neue Gefühle fühlen und ausleben können. Vielleicht auch dich in diese Person wieder neu oder überhaupt neu verlieben. Diese Person oder du als diese Person bist aber auch hier im besonderen Maße herausgefordert. Hier liegt irgendwie ein neuer Weg vor dir. Etwas, wodurch du über deinen Schatten springen musst, über dich hinauswachsen musst, um zu diesem Ast der Kelche, um zu diesem neuen Gefühl zu kommen. Ein wenig Mut wird es schon deinerseits benötigen. Aber ich sehe auch, dass du dazu entschlossen bist und dein Herz möchte das auch. Ja, das finde ich hier sehr interessant. 10 Kelche und dann die 9 Kelche und dann, also eben das Ass, ne? 10 minus 1 ergibt 9, ne? Also das Ass der Kelche führt auch dazu, dass sich diese Situation eben entspannt und und hier mehr Abwechslung in deinen sozialen Alltag kommt und du dich auch besser wieder mit deinen Mitmenschen verbinden kannst und hier wirklich Erfüllung im mitmenschlichen Bereich erfahren wirst. Sehr viel Geselligkeit sehe ich da für dich. Besonders so in dieser ersten Woche des Jahres. Offener, freier Gefühlsaustausch, viel Ehrlichkeit, viel Vertrauen. Ein sehr, sehr angenehmer Zustand, der sich hier ergibt. Und diese Karte spricht auch von Abwechslung. Also du sehnst dich nach Abwechslung und Abwechslung kommt. Und das Schöne ist mit dir, mit diesen zwei Scheiben, ist, dass die Welt sich auch so ein bisschen an deine Vorstellung anpasst. Ne? Hier pendelt sich etwas in deiner Umgebung ein. Hier gibt es Umstrukturierungen und Veränderungen, die dir sehr zugutekommen. Ne? Das Rad des Schicksals auch. Die Welt stimmt sich auf dich ein. Und durch diese Umstrukturierung, die sich auf dich einstellt, entsteht halt auch eben eine gewisse Abwechslung im Alltag, in der Familie, in der Beziehung, die sich sehr, sehr angenehm und leicht anfühlen wird. In Bezug auf dein sozialen Leben, es ist halt doch sehr, sehr emotional, ne? Und da könnten sich einige wichtige Gespräche ergeben aus dieser starken Verbundenheit, die auch heilend wirken können, aber auch manchmal mit auch schmerzliche Konsequenzen haben können. Vielleicht geht es hier um eine vergangene Situation, um einen alten Schmerz. Du machst hier sehr, sehr wichtige Einsichten, wirst vielleicht auch einige Wahrheiten erfahren. Irgendwas kommt ans Licht, irgendwas wird dir sehr bewusst über
den Menschen, die dir am nächsten stehen. Aber dieses Bewusstwerden ist auch der Kern für die Heilung eines alten Problems, was jetzt auch dann zutage treten wird. Und so kann sich das dann halt auch doch sehr befreiend auch anfühlen. Waage kommt mir hier auch sehr stark durch, ne? Also vielleicht hast du das wirklich mit einer Waage zu tun. Du bist bereit, eine wichtige Entscheidung für dich und dein Leben zu treffen und du strebst nach dieser, du möchtest diesbezüglich herausgefordert werden, du möchtest vor die Wahl gestellt werden. Du suchst auch den Austausch mit deinen Mitmenschen, du möchtest auch herausfinden, also du scheust die Konfrontation nicht, also das, du nimmst es auch in Kauf, mit jemandem anzuecken, wenn das notwendig ist, um halt auch eine Entscheidung zu provozieren. Das taktisch kluge Vorgehen wird hier auch wichtig werden können. Ja, das ist sehr, sehr gut. Hier haben wir den Kaiser, das ist auch deine Karte, das ist die pure Widderenergie. Du wirst nach dem Vollmond, nach dem 7. Januar voll in deine Energie kommen und dir halt hier was Stabiles aufbauen. Wenn es hier um ein Beziehungs- oder familiäres Thema geht, dann wirst du innerhalb der Familie neue Strukturen aufbauen mit sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Gewissenheit. Du wirst dann wissen, was du tust. Du weißt dann, wohin die Richtung geht. Und du bist da sehr entschlossen, du wirst dann sehr entschlossen sein. Aber hier auch, ne, das taktische Vorgehen wird wichtig werden, ne? Denn du baust hier wirklich eine neue Struktur auf und du hast es in der Hand. Es liegt alles in deiner Hand. Die Selbstständigkeit, die Selbstermächtigung, wonach du strebst, wird dir klar werden. Und du bist hier in der Lage, wirklich Frieden zu schaffen, eine stabile Situation, über die du selbst auch die Kontrolle hast. Und das wird dir sehr viel Zufriedenheit und Selbstwertgefühl auch schenken, ne? Und Gewissheit einfach. Innerer Frieden. Ich sag mal so, ne? Es wird alles nach deinen Vorstellungen laufen, ne? Es entwickelt sich alles so, wie es gut für dich ist. Viele Karten sprechen dafür. Es gibt hier vielleicht einige heftige Gespräche, aber die führen auch zu einem Ergebnis. Also, und es ist wichtig, dass diese Wahrheit ans Licht kommt. Und dein Gegenüber strebt auch nach dieser Wahrheit, ne? Möchte hier auch etwas verstehen lernen. Vielleicht hat dieser Schmerz, von dem ich geredet habe, dieser alte Schmerz, vielleicht kommt der gar nicht von dir, sondern von der anderen Person. Dass diese Person in einem Gespräch mit dir wichtige Erkenntnisse erhält und etwas, einen alten Schmerz loslassen kann dadurch. Aber du wirst das merken. Ja, du kannst dich auf jeden Fall auf eine abwechslungsreiche Zeit freuen, ne? Die dir auch positive Veränderungen bringt. Vor allem eben im privaten Leben. Und wenn das auf die Arbeit bezogen ist, dann ist es auch mehr etwas unter Kollegen, Kolleginnen, dass es irgendwie hier herzlicher zwischen euch wird und ihr euch
näher kennenlernt, ne? Oder lernt aufeinander euch einzustellen. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation, lieber Widder? Halt an deiner Vision fest. Ja, ne? Du kannst mit deiner Vision ab dem 7. Januar anfangen zu beginnen und da räumst du dann richtig auf und packst es an, da kommst du richtig in die Macherenergie und setzt deinen Plan um, ne? Deine Vision. Halt an deiner Vision fest, lieber Widder. Ja, lieber Widder, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir einen sehr schönen Start in das Jahr 2023, einen guten Rutsch und ein wunderschönes neues Jahr. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.